Auch wenn ich über die Berserker schimpf, kommen wir heute zu Folge 5. Wir haben letztes Mal mit Alrik, den Dealer, da gesprochen. Haben ihm versprochen, irgendein Schwert von irgendeinem Heini da zu holen. Und ich hätte auch gesagt, dass wir das irgendwann mal machen, aber erst wenn es uns über den Weg kommt. Jetzt hätte ich mal gesagt, schauen wir mal uns weiter hier um. Und schau mal, wo wir hier hinkommen. Was ist denn hier los? Fette Balliste. Ornier. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Welche Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Okay. Ja. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Okay. Ja, vielleicht können wir ihn dann da nochmal suchen oder so. Sollen sich doch die Wachen darum kümmern. Ach, die glauben mir nicht. Sagen, ich hätte Hirngespinste. Ach so, okay. Hast du ein Problem mit Outlaws? Natürlich. Diese Bastarde wollen doch nichts anderes, als sich selbst zu bereichern. Anarchisten ohne Anstand und ohne Sinn für das Gesetz. Mehr sind sie nicht. Mhm. Deswegen auch Outlaws, ja. Erklärt sich irgendwie von selbst. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Okay. Ja gut, ich bin noch nicht so wirklich stark, glaube ich. Aber ich werde mich... Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Die schmeißen Metallschrott in den Schlund? Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der scheiß Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken, die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Ich schätze mal, früher oder später hätten sie sich sowieso gegen irgendwas bekriegt, weil, oder für irgendwas bekriegt, weil, naja, es muss ja nicht immer unbedingt Elix sein, das ist, keine Ahnung, Öl sein oder irgendwelche anderen Bodenschätze. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Ja. Gibt es ein Problem? Ja, ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Ey, der was verzieht denn der so die Fresse? Soll das ein Befehl sein? Oh, habe ich den Eindruck gemacht, als wollte ich dir einen Befehl erteilen? Es ist lediglich ein Rat, der dir das Leben hier erleichtern wird. Aber gut, ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Alle schwätzen über das Scheißgesetz, ich weiß es nicht. Ich glaube, und keiner erzählt mir, was das überhaupt für... Ach, egal. Irgendwann werde ich es schon herausfinden. Aber ich schätze mal, dass sie keine Technik haben dürfen. Und wenn ja, wollen sie natürlich das Elex raus transferieren oder rausnehmen. Keine Ahnung. Den Rest schmeißen sie dann ihren großen Müllhaufen. Von wegen Greenpeace. Mal sehen, was das noch wird. Erzähl mir mehr über die Werker.
Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Okay. Also das ist wirklich recht rückständig hier. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Also doch Hippies. Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken? Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Es macht dich stark. Ja, aber zu welchem Preis? Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Ja, endlich habe ich es mal verstanden. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Na dann höre ich mal zu. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Genau die richtige Aufgabe für mich. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Ach so. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Okay. Ah, ich kann wieder was wählen, wenn ich einen gewissen Handwerksskill habe, aber ich glaube... Nee, den habe ich nicht. Macht Sinn. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ah. Also gut, ja, dann mache ich das mal für ihn und hoffe, dass für uns ein nettes Sümmchen Elix für rausspringt. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Ja, ja. Also gut, anscheinend ist hier der Schlund. Der muss ja drauf aufpassen. Ich schätze mal, die schmeißen das alles hier runter, oder? Volltreffer, Schrottplatz vom Feinsten.
Ich könnte jetzt außen rumlaufen oder ich habe ein Jetpack. Oh ja, ich habe ein Jetpack. Tada! Eine Drohnenkontrolle und ein Energiespeicher. Es ist zwar verboten, aber angeborene lange Finger. Schwefel. Dass hier nicht alles rumflackt. Was ist das? Presslufthammer. Okay. Mal alles schön hier looten. Ein Bewegungssensor. Abgeschlossen. Energie. Was auch immer das war, das lese ich nachher nach. So. Dann Elixid. Das scheinen Drogen zu sein. Teilschrott ist immer gut. Da unten noch. Ich glaube, das war's, oder? Sieht nicht mehr so aus, als ob irgendwas hier nicht. Oh, hallo, Alarm, wer bist du denn? Systemfehler. Chronio 4. Daten senden. Negativ. Chroni! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Ach so, und deswegen hausch gleich ab, oder was? 8% also? So, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit, keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Also, ich könnte ihn wahrscheinlich als Gefährten dazu gewinnen, wenn ich ihn wahrscheinlich wieder repariere. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Also, ich finde ihn cool, den Crony. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander? Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Mach's gut, Crony. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich den für mich als Partner gewinne. Ich schätze mal, der hat schon gut Feuerunterstützung. Soll ich mal da runterhüpfen? Ich hüpfe mal schnell. Wäre fast schief gegangen. Da ist ein Gegner. Habe ich denn überhaupt Pfeile? Oh, Pfeile? Nein. Okay. Dann wagen wir uns mal in den Kampf. Okay, jetzt sind wir allein. Jetzt haben wir keinen, der uns den Arsch schützt. Aber wir sind schon mal ganz knorkel. Und okay. Also. Das Kampfsystem ist sehr, sehr schwammig, muss ich sagen.
Aber wir haben es geschafft. Warum nicht weitermachen? Dumpidi, dumpidi. Oh, da ist ein Gockel. Oh, da ist ein Typ. Der Gockel hat uns schon gesehen. Er schießt. Ja, auf mich. Nee, nicht auf mich. Aber ohne ihn wäre ich, glaube ich, drauf gegangen. So. Dalle. Wer bist denn du? The Big B. Oder so ähnlich. Scheiße. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steck dir dein Sieht so aus sonst wohin. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab! Okay. Du bist nicht in der Position, mich zu beleidigen. Posi, was? Komm mal runter von deinem hohen Ross. Also gut, was willst du? Mehr über die Outlaws wissen vielleicht? Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast, naja. Halt doch die Klappe, natürlich. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Ah, der ist gut. Wartest du auf Ornia? Ja, woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu, ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ich könnte ihn wirklich töten, aber der schaut mir schon ziemlich, der hat Waffen und alles. Mal weiterfragen. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können nicht mal. Ich glaube, wir entscheiden uns später, ob wir den angreifen oder nicht. Das ist nämlich schon eine harte Sache hier. Aber wie komme ich jetzt wieder darauf? Also mein innerer Kompass sagt, dass wir ja rein theoretisch von, also da der Eingang war. Deswegen latsche ich mal dahin. Ich glaube, die Brücke genau da hoch. Oh. Ja. Daneben. Ja. Also so langsam haben wir es ja drauf, ne? Dum dum dum, wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Dum, da, dum. Ja, genau. Also, ganz falsch waren wir hier nicht. Dum, 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 da, dum, dum, dum. Was sind denn das für komische Pilze, ey? Ja, leck mich fett. Hä? Haben wir den nicht vorhin oder das letzte Mal platt gemacht, als wir hier hoch sind? Wieder. Sag mal. Neben dir.
entfernt sein. Das sagt er. Gut. Haben wir das auch. Junger Hornwolf. Ich habe da hinten auch noch was rumschleichen sehen. Und gesagt, den machen wir auch noch. Aber das sieht gefährlicher aus. Haben wir sowas schon mal besiegt? Ich weiß es nicht. Hier ist auch wenig Platz. Ich versuch's einfach mal. Daneben. Oh. Boah. Wie viel Energie hat denn der? Oha. Tagermann. Oh, ich habe ja Ausdauer. Stimmt. Ich wundere, dass ich manchmal nicht klappt, aus auf den Kopf zu hauen. Gut, das war eine gute Kombo. Das Problem ist, wenn ich schütze, lädt meine Ausdauer gar nicht mehr bis langsam auf. Oha. Hilfe. Ich sollte erstmal einen Trank nehmen, bevor es hier weitergeht. Eieieiei, was machen wir denn hier? Hat er sich jetzt beruhigt oder? Ja, nicht. Bist du halt tot? Okay, also ich glaube, das wird hier nichts. Die lasse ich mal in Ruhe. Uha! Jetpack ist auch gleich leer. Fitti! Eieieiei. Das war eine Begegnung mit dem Teufel. Eieiei. Bleiben wir hier noch. Ein Schluck Schnaps. Tja! Ich verbrauche hier meine ganzen Tränke hier. Ich brauche Ausrüstung. Ausrüstung ist hier sehr, sehr wichtig. So. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. Okay. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich bin da hinten hoch oder so. Oder? Wir latschen mal. Hier geht's auf jeden Fall zu den Berserkern. Also, die Himmelsrichtung stimmt und da ist es ja auch schon. Genau. Da haben wir den komischen Teleporter. Oh, Setzerbrot. Njom, 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 njom. Ach, so ein Pilz. Okay. Jo. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Ja, rumstehen ist harte Arbeit, ist klar. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Aha. Ey. Okay, ich bringe ihm mal was und hoffe dafür, dass ich da Kohle für abkassiere. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich. Auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Ja, dann quatsch nicht so viel, Mensch. Naja. Ich brauche auch erstmal was zu trinken nach dem Schreck mit dem hässlichen Viech da unten. Deswegen beenden wir mal hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, Daumen runter. Ist klar, ne? Lasst gern ein Abo da. Lasst auch gern Feedback da. Ganz, ganz wichtig. Und ja, dann hätte ich auch gesagt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich was getrunken habe. Und ihm vielleicht was zu trinken hole. Das könnten wir gleich am Anfang machen. Gut. Also, fit die Gott miteinander oder Servus. Je nachdem. Bis dann.
you die. There's your job. I'm on the big stage. I got my crew. I'll get you moving. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about.